Die mir zugedachten und zugemessenen Laudationsminuten könnte ich jetzt damit zubringen, die Namen der Kolleginnen und Kollegen aufzuzählen, die mir gesagt haben, Greffrat, wunderbar. Oder grüßt mir den Greffrat ganz herzlich. Greffrat ist ein Name und ein Vorbild. Warum? Da ist einer, der sich nicht verbiegen und nicht hat verformen lassen von den multimedialen Modernismen, denen sich der Journalismus angeblich beugen muss. Viele von uns und viele von denen, die ihn heute grüßen lassen, sind ihm deswegen ein bisschen neidisch. Matthias Greffrat ist keiner von den wieselflinken Generalisten, die angeblich alles können, aber nichts gescheit. Er ist keiner von den Newsdesk-Fetischisten, die meinen, ein Newsdesk ersetze eine ordentliche Redaktion. Matthias Greffrat ist ein gebildeter, ein beeindruckend kluger, ja, ein begnadeter Journalist. Er gehört zu den wenigen Namen im deutschen Journalismus, bei denen man sogleich zu lesen anfängt, wo immer sie auch schreiben. Ob in Le Monde Diplomatique, ob in der Taz, ob in Gio, im Theater Heute oder in der Süddeutschen Zeitung. Viele Journalisten nennen sich freie Journalisten, weil sie keine feste Anstellung haben oder keine feste Anstellung haben wollen. Greffrat ist ein freier Journalist, weil er ein freier Geist ist. Er ist ein theaterbegeisterter und undogmatischer Linker. Er hat alle möglichen verdienstvollen Sachen gemacht, unter anderem ein leider vergessenes Buch veröffentlicht mit lesenswerten Interviews, die Sozialwissenschaftler vorstellen, die in die Immigration getrieben wurden. Er ist Mitbegründer der Montaigne-Gesellschaft, was nicht nur belegt, dass er frankophile Neigungen hat, sondern auch einen Sinn für Aufklärung, die nicht auf Tribunalisierung hinausläuft. Matthias Greffrat ist ein journalistischer Aufklärer. Und nun beginnt meine Nostalgie, meine journalistische Nostalgie, meine journalistische Wehmut. Greffrat war ein wunderbarer Chefredakteur einer wunderbaren Zeitung, die es leider nicht mehr gibt. Er war von 1991 bis 1994 Chefredakteur der damals linksliberalen Wochenpost, die dann von seinem Nachfolger, der mit ihm nur den Vornamen teilt, die dann von seinem Nachfolger Matthias Döpfner, dem heutigen Vorstandsvorsitzenden von Springer, erst in die Grütze geritten und dann eingestellt wurde. Wenn ich einen journalistischen Wunsch frei hätte, ich würde mir wünschen, dass es die Wochenpost unter Greffrat heute noch oder heute wieder gäbe. Mein Gott, was könnte man dann zum Beispiel über die geplanten Freihandelsabkommen, über TTIP und TISA und CETA lesen? Greffrat gehört schließlich zu den profundesten Globalisierungskritikern deutscher Sprache. Und was würde diese Greffratsche Wochenpost schreiben über die Grünen und ihre Vorsitzende? Die deutsche Bodentruppen nach Syrien schicken will. Einst hat Matthias Greffrat einen in gewissen Kreisen noch heute berühmten Aufsatz geschrieben. Der hieß »Um einen grünen Goethe bittend«. Darin hat er das gebildete linke Bürgertum für die ökologischen Grundfragen zu erwärmen versucht, die ihn seit langem umtrieben und die ihn noch heute umtreiben. »Um einen grünen Goethe bittend«. Vielleicht würde Greffrat heute gar nicht mehr so hoch greifen und nicht um einen grünen Goethe bitten, sondern einfach um grüne Partei- und Fraktionschefinnen und Fraktionschefs, die ein wenig denken, bevor sie ein Interview geben. Greffrat ist ein Kritiker des Neoliberalismus in seinen globalen Resonanzen. Er ist ein Kritiker von einer so präzisen und geschliffenen Eleganz, dass man spürt, warum es heißt, dass das Wort eine Waffe ist. Ehren wir Matthias Greffrat für sein Lebenswerk. Ehren wir ihn dafür, dass er uns zeigt, was das wichtigste Arbeitsgerät einer Journalisten ist, sein Kopf. Matthias Greffrat gehört zu den klügsten Köpfen des deutschen Journalismus. Es wird heute viel über den angeblichen Niedergang der Zeitungen und Magazine gejammert. Mir geht diese Larmoyanz wirklich auf den Keks.
Ein Jammerjournalismus ist kein guter Journalismus. Auf allen Medientagungen wird über die Zukunft des Journalismus tremuliert. Dabei ist die Antwort ganz einfach. Die Zukunft des Journalismus liegt im Journalismus. Sie liegt in einem Journalismus, für den Matthias Greffrath steht. Dass es den Greffrath und dass es die Greffrath-ähnlichen immer noch gibt, dazu beglückwünschen wir uns. Vor allem aber beglückwünschen wir Sie, Matthias Greffrath, zu diesem Preis. Sie sind ein Preisträger, wie ich ihn mir schöner, toller und wunderbarer nicht vorstellen kann. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Matthias Greffrath. Herbert Prantl hat sich gerade eine Greffrathsche Wochenpost zurückgewünscht. Wie stehen die Chancen? Ja, die Chancen stehen natürlich nicht gut. Man müsste es wahrscheinlich heute im Netz machen. Es gibt ja immer wieder so Treffen, wo man sich trifft. Es gibt auch ganz andere Treffen. Wenn wir sagen, das ist sowieso alles in der Grütze, wir gehen mal auf ein ganz altes Format zurück. Eine Kollegin und ich diskutieren das so alle dreiviertel Jahre mal, wenn wir genug getrunken haben. Wir machen Flugblätter. Wir machen Flugblätter, wo vorne die Lüge des Tages oder der Woche analysiert wird und hinten drauf machen wir ein richtig schönes Stück Kunst, ein Gedicht oder ein Foto oder sonst was. Und das verbreiten wir dann digital in der ganzen Republik oder lassen es von oben rieseln. Dafür suchen wir ein Finanzier. Sehr schön. Wir freuen uns auf die Greffrath-Flyer und Flugblätter. Ein wieselflinker Generalist sind Sie nicht, wie Herr Prantl gerade gesagt hat. Dennoch ist Ihr Spektrum absolut beeindruckend. Von Anton Tschechow über den deutschen Verfassungsschutz, Globalisierungskritik, Ernährungs- und Agrarpolitik, vieles mehr. Und doch scheint es bei dieser Vielfalt immer diesen roten Greffrath-Faden zu geben, der alles irgendwie zusammenhält. Was leitet Sie bei Ihrem Schreiben vor allem? Ja, rot ist natürlich schon richtig irgendwie. Ja. Es ist etwas, wo ich manchmal denke, bringt das eigentlich noch? Es ist der Versuch im Grunde, die gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen, die gegenwärtigen Probleme zu beziehen und wieder zu verbinden, deshalb der grüne Goethe vorhin, mit der Tradition der Aufklärung, der geistesgeschichtlichen Tradition, aber auch der politischen Tradition. Und wenn es da sowas wie ein Vorbild gibt in dieser Art von Journalismus, den greife ich jetzt mal ganz hoch, dann sind das die französischen Enzyklopädisten, die es geschafft haben, Diderot vor allen Dingen in ihrer Enzyklopädie, Kochrezepte, kritische Invektiven, Sortisen, also wenn dann so unter dem Artikel Abendmahl zum Beispiel damals stand, siehe auch Menschenfresser. Also diese Art von Querdenken einfach in die heutige Zeit zu bringen. Ich habe manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, weil ich natürlich nirgendwo ein Spezialist bin und sehr neidisch und sehr bewundernd auf die jungen Kollegen gucke, die richtig nochmal in die Breite gehen und sich richtig die Sachen nochmal angucken. Ich denke ja nur drüber nach. Michel de Montaigne ist auch ein Vorbild für Sie, über den haben Sie auch viel geschrieben. Und Montaigne hat mal gesagt, ich rede mit dem Papier wie mit dem ersten besten Menschen, der mir über den Weg läuft. Also es ist ein Reden mit dem Leser, das nicht verschwurbelt oder gestelzt daherkommt. Es ist sehr klar, es ist verständlich, es ist sehr ehrlich. Und auch da ist er ein großes Vorbild für Sie. Das Mündliche, da hat natürlich, haben die Jahre beim Radio sehr geholfen. Und ich mache ja eigentlich bis heute am liebsten Radio, weil man da, man kann mit der Stimme ein bisschen was machen. Die Formulierungen spielen eine große Rolle und man kann sich da auch eine Form von
ja, von Pathos, man muss es ein bisschen dämpfen natürlich, eine Form von Pathos erlauben, die geschrieben dann manchmal doch sehr platt aussieht. Mhm. Aber da bringt es dann die Stimme oder die anderen Stimmen derer, die mitmachen. Der heutige Preis gilt auch einem Essay, den Sie für den Deutschlandfunk geschrieben haben. Der Aufstand der Satten heißt er und beschäftigt sich mit der Frage, wo unser täglich Brot und Fleisch eigentlich herkommt, welche Schattenseiten eine entfesselte, globalisierte Ernährungs- und Agrarpolitik hat und auch, wie sich Widerstand dagegen formiert. Was treibt Sie persönlich bei diesem Thema vor allem um? Ach Gott, der Anfang ist dann immer zufällig, dass ich in eine Demonstration geraten bin, an der ein Freund teilgenommen hat, der sich schon lange mit diesen Sachen beschäftigt und der mich eigentlich immer schon kapern wollte für dieses Thema. Und was mich daran reizt, ist der große Bogen, der sich spannt im Grunde von ja, paranoiden Essensfetischisten im Prenzlauer Berg, die immer aus Vergiftungsangst zum Biomarkt rennen, über die Situation der Milchbauern in Deutschland, über die rumänischen Fremdarbeiter, die unter Sklavenbedingungen in westniedersächsischen Schlachthäusern arbeiten, bis hin zum Weltmarkt. Also der Bogen spannt sich ja dann bis zu den Sojabauern bis zu den Sojaplantagen in Argentinien, wo die Kleinbauern vertrieben werden, damit unsere Rinder das im Stall fressen können, damit wir für 2,89 das Nackensteak kaufen können. Das kommt vom Schwein, muss ich mich jetzt korrigieren. Ja. Also der große Bogen, der hat mich daran gereizt. Und ich glaube, es ist ein Thema, das merkt man ja, wenn man gerade mit jungen Leuten redet, das wird so groß werden in den nächsten Jahren, ich sage es mal einfach im Indikativ, wie die Anti-Atom-Frage in den 70ern und 80ern. Und ich glaube, die Politik, die hat das noch nicht richtig begriffen, was da auf sie zukommt möglicherweise. Mhm. Und die Grünen sind völlig bescheuert, dass sie das nicht als Nummer eins in ihrem Programm auf eine intelligente Weise nach oben spielen. Ja, vielleicht haben Sie es jetzt gehört. Und wir freuen uns auf viele weitere gute Stücke von Ihnen. Vielen Dank, Matthias Greffrath.